Der Zugang zum Wissen und die Macht seines Gebrauches sind die entscheidenden Größen, auf die es heute ankommt. Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana, meine Damen und Herren. Als ich vor 2 Jahren mit meinem Kanal YouTube mit Orthomed, medizinische Online-Beratung, begonnen habe, hatte ich intuitiv die Idee, dass es wichtig sein wird, in Zukunft neutrale, ungefilterte, nicht zensierte Informationen gerade über chronische Erkrankungen, deren Behandlung und deren Optionen für Patienten, für Hilfesuchenden, vor allem für Interessierte, weil die anderen kann man sowieso nicht retten, zur Verfügung zu stellen. Heute ist diese Idee mehr denn je von Bedeutung. Es kommt heute darauf an, wie wir uns entscheiden. Es ist fast schon zu spät in vieler Hinsicht. Die falschen Interpretationen, verursacht durch falsche Informationen, sind geradezu bahnbrechend. Ich habe deswegen die Möglichkeit in Erwägung gezogen, auf YouTube einmal Videos weiterhin hochzuladen. Das werde ich nach wie vor tun, aber ich sehe mich gezwungen, aufgrund der aktuellen Situation, der aktuellen Zensur, die leider inzwischen auch auf YouTube immer mehr stattfindet, auf Telegram zu wechseln. Und ich möchte dich dahingehend bitten, auch diesen Kanal zu abonnieren, weiterhin Themen auf meinem Kanal anzuschauen und vor allem zu verteilen. Denn es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen, gerade in der aktuellen Situation, vor der aktuellen Fragestellung, beispielsweise, was sind nun die kommenden richtigen Entscheidungen? Welche Informationen benötige ich? Und ohne richtige Informationen, ungefiltert, unzensiert, nicht der unsichtbaren Hand des Marktes folgend, sondern wissensorientierte, und Wissen kommt von Wissen und nicht von Wollen. Und dazu muss man sich Gedanken machen, dazu muss man sich gedanklich in eine Sache einarbeiten. Und das braucht Zeit, das braucht Erfahrung und das braucht medizinisches Grundwissen und vor allem einen offenen, neutralen Geist. Und diese Information hoffe ich auch in Zukunft für euch auf Telegram zusammentragen zu können. Und wenn du chronische Erkrankungen hast, wenn du etwas darüber wissen willst, wie man sich alternativ behandeln kann, welche Möglichkeiten es gibt und vor allem im Hinblick auf die aktuelle, überaus schwierige Situation, wo so viele Gerüchte, so viele Fake News und so viele falsche Informationen kursieren, hoffe ich, dass dieser Kanal stark frequentiert wird und die Nachfrage dementsprechend groß ist, so dass sich auch die Arbeit für mich auszahlt. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und für das Anschauen meiner Videos und bitte dich etwas, was du für mich tun kannst. Teile meine Videos und sorge dafür, dass auch deine Freunde und deren Freunde von diesem Wissen profitieren. Denn es gibt so viele falsche Interpretationen, so viele fehlerhafte Interpretationen, aufgrund von falschen Informationen, die durch öffentlich-unrechtliche Medien verteilt werden. Alles Gute und bis bald.